Lesen ist ein grenzenloses Abenteuer der Kindheit. Astrid Lindgren war eine schwedische Schriftstellerin und gehört zu den bekanntesten Kinder- und Jugendbuchautoren der Welt. Sie ist die geistige Mutter von Pippi Langstrumpf, Michel aus Lönneberger, Ronja Räubertochter, Madita, Kalle Blomqvist, Karlsson vom Dach, den Kindern aus Bullerbü und vielen weiteren. Ihren Sohn brachte sie 1926 heimlich zur Welt, der dann 3 Jahre lang bei einer Pflegefamilie wohnte. Erst später heiratete sie und bekam eine Tochter.